Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wie wir in der Biennale-Liste sehen, geht hier mächtig der Putz, zwei Groudon, ein Kyogre da, aber das interessiert uns jetzt mal herzlichst wenig, denn wir haben einen weiteren Feldforschungsdurchbruch, den holen wir wieder ab, schauen was da drin ist und werden danach eine weitere Gen 4 Entwicklung durchführen. Erstmal Luft holen, so. Da muss ich natürlich erstmal die normale Aufgabe abholen. Schauen wir mal, was da drin ist. Ein wildes Sonnenkern. Das kann ja auch shiny sein. Ist leider kein shiny, habe ich auch noch nicht als shiny, das fehlt mir noch. Also wenn ihr Sonnenkern als Shiny habt, könnt ihr mir die mal per Post schicken, da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr müsst auch kein Abo dalassen, ich möchte nur eure Sonnenkern haben. Ich hätte mein Internet wieder ausstellen sollen. Also, nee, das geht ja gar nicht, doch. Bei Raid am Mittwoch geht das, das habe ich nämlich letztens so gemacht. Jetzt habe ich die Bewertung übersehen. Wirklich stark, also zweiter Satz, da interessiert der Rest eigentlich gar nicht. Und jetzt holen wir mal die große Box ab und schauen, ob wir einen Sinnoh-Stein bekommen. Bekommen wir nicht. Gut. Aber es gibt ja am Quiegel Community Day kriegt ihr ja 5 Stück hinterhergeschmissen. Und da haben wir einen Arktos mit 1287. Und wie wollen wir das jetzt fangen? Nehmen wir da wieder einfach die normalen Pokebälle, weil das kann ja eh nicht fliegen. Eine gelbe Beere natürlich, da sind auch etliche jetzt angesammelt. Also können wir auch ein bisschen verschwenderisch sein. Und irgendwie ist mir das eh so vorgekommen, als dass wenn ihr den gelben Ball werft, dann bricht es 100-mal aus. Und wenn ihr den roten Ball werft, ist es noch 2-3-mal einfach drin gewesen. Zweiter Versuch, roter Ball, also ihr müsst da gar keine hohen Bälle nehmen meistens. Ist bei mir zumindest so, ist mir aufgefallen. Kannst mit allen aufnehmen. Angriff wirklich hoch. Also jetzt auch nicht die Wucht. Aber wir kommen zur Gen 4 Entwicklung für heute. Und da haben wir hier ein Traunfugil vorbereitet. Ein 100%iges. Wir drücken nochmal die Sätze durch. Kannst mit allen aufnehmen. KP ist beste. Angriff ist klasse. Verteidigung ist klasse. Die besten, die ich je gesehen habe. So. Das werden wir jetzt, da werden wir die zwei letzten Power-Ups natürlich machen. 1912 WP und eins geht noch. 1926, jetzt ist es auf Level 40, wie ihr seht. Würde und Schattenstoß, wir können es nicht weiter hochziehen, aber wir können es entwickeln mit einem weiteren Sinnoh-Stein. Weiß ich gar nicht, wie viele ich jetzt noch habe, aber 5 Stück sind, glaube ich, noch da. 6 Stück brauche ich ja unbedingt für den Community Day, weil ich mir da 6 Keife entwickeln wollte. Mamutel meine ich natürlich. Mamutel oder Marmutel entwickeln wollte. Jetzt aber Traunfugil zu Traunmagil, was jetzt eigentlich nicht besonders stark ist und nicht wirklich sinnvoll und nutzbar. Eher als Pokédex-Erfüller verwendbar. 2615, obwohl so kacke finde ich das gar nicht. Da sieht auf jeden Fall lustig aus, dieser Geist, der da rumfliegt. Geistangreifer mit Würde Finsteraura. Neue Attacke braucht man jetzt auch nicht. Ist also auch auf Level 40 gemaxt, noch 700 noch was Bonbons. Und habt ihr auch schon ein Traunmagil entwickelt, dann schreibt es natürlich mal in die Kommentare, was ist bis jetzt eure Lieblings-Gen 4 Entwicklung. Ich habe ja bis jetzt versucht, wirklich alle auf Level 40 hochzuziehen, zu maxen und 100%ige zu haben. Manche musste ich mir ertauschen, manche konnte ich fangen und ja, manche sind geschlüpft. Was mir noch fehlt, ist Sneebel. Da bin ich immer noch dran, da habe ich immer noch kein gutes, nur 96 mit 15 Angriff, aber das reicht mir nicht. Aber Sneebel ist, glaube ich, das, was jetzt noch fehlen würde, denn mit den anderen Sachen bin ich durch. Aber bald kommt ja Marmutel und ja, da habe ich natürlich auch ein paar Hunderter, da freue ich mich besonders drauf. Das war es aber von meiner Seite aus für heute. Euch noch ein schönes Wochenende natürlich, denn heute ist Sonntag. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.